Guten Morgen, herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Freitag, den 2. November 2018. Der ersten Wochenabschluss in diesem Monat steht bevor und es bleibt weiter sehr verrückt an den Börsen. Gestern bärischer Schluss, ne? Bärische Tageskerzen wurden ausgebildet, Apple-Zahlen sorgten für einen kleinen Abverkauf und so hätte eigentlich jetzt auch ein schwacher Start erfolgen können. Aber nein, in der Nacht kam der Donald Trump und hat etwas Sorgen vor den Wahlen am Dienstag und kündigte großspurig jetzt schon die Ausarbeitung eines Trade Deals mit China an. China weiß von seinem Glück wahrscheinlich noch gar nichts. Aber diese Nachricht beflügelt nun erstmal. Mal schauen, was davon übrig bleibt nach Dienstag. So plötzlich nur diese Meldung kommt. Bis November soll der Trade Deal bereits ausgearbeitet sein. Aktuell gibt es noch nicht mal mehr Gespräche mit China. Also von daher ist das etwas verwunderlich. Ah, die Börse greift dies sehr gerne auf, besonders wenn man gestern an wichtigen Widerständen abgeprallt ist und nun direkt oberhalb starten können und damit die Erholung weiter ausdehnen kann. Sehr ein kluger Schachzug von Herrn Trump, um nun vor den Wahlen für etwas Entspannung zu sorgen. Gucken wir mal direkt auf den DAX-Wochenchart. Sehr verrückt. Eine Inside-Week sollte es geben. Die Chancen waren hoch. Wir haben noch eine Inside-Week, aber nur noch bis 675 knapp. Da haben wir die Vorwochenkerze überboten. Allgemein schaut das sehr atypisch aus, wie diese SKS-Formation, welche auch sehr unsauber ist, muss man sagen. Na, eigentlich sah es aus wie eine Keilformation, wurde auch nach unten aufgelöst, aber die Dynamik nach unten lässt eben zu wünschen übrig. Und wir haben jetzt direkt wieder eine Inside-Week, fast wieder bis zum Vorwochenhoch. Sehr volatil, sehr hin und her, aber ist eben das Substanzielle, ist eben auch sehr fraglich. Die Berichtssaison, sehr auffällig, gute starke Zahlen. Aber der Ausblick eher matt. Ne? Jetzt durch die Aussagen von Trump direkt vor der Wahl. Wundersame Aussagen, die stark zu hinterfragen sind, dass dahinter wirklich Substanz steckt, sorgen nun für eine weitere Bewegung. Speziell im US-Markt passt die auch noch sehr gut rein, weil wir sind ja vorher wirklich steil nach unten gelaufen und eine starke Gegenbewegung bietet sich noch an. Aber die Chance, dass hier eine Bärenfalle zuschnappen könnte, ist klar angestiegen. Wir haben hier die GD 200 im Wochenchart 390, 395 und 94. Aktuell stehen wir darüber. Wenn wir mal oberhalb schließen, haben wir diesen GD 200 wieder als Widerstand, als Support, ne? Dass wir da wieder oberhalb dann starten in der kommenden Woche und dann diese als Supportzone haben und dann von 390, 94 abdrehen. Und weiter Richtung 37 und 850 steigen könnten in der kommenden Woche. Bis dahin ist noch nicht viel passiert, muss man sagen. Die Dynamik ist heraus, die Chance für die Jahresendrallye lebt, aber muss eben dann durch die 37, 850 muss man auch noch. Das wird eine sehr harte Bewährungsprobe, weil die US-Wahlen sind dann auch vorbei. Und dann Herr Trump, wenn er den gewonnen hat, man weiß es nicht, wie sie ausfallen wird, er stand sehr unter Druck und es stand auch so unter Druck, dass er wahrscheinlich die Wahl nicht gewinnt. Er braucht jetzt unbedingt Impulse, versuchte jetzt mit solchen Meldungen zu generieren. Nach der Wahl kann es dann eben gefährlich werden, weil da eben die 850 durchaus getestet sein könnte und da entscheidet sich der weitere Weg. Also heute von Bedeutung 93, 94 schließen wir oberhalb. Kann man in der kommenden Woche davon ausgehen, dass das eine Supportzone ist in der nächsten Woche und man weiter nach oben wandert über die 680, 37, 850, dann aber alles erst in der kommenden Woche. Und dann muss, da entscheidet sich dann der weitere Weg, dass wir dann so eine nächste Wochenkerze ausbilden könnten. Schließen wir unterhalb. Ja, unterhalb, was haben wir hier? 560, 570 müsste das sein. 570 oder sogar unterhalb der 94 bleibt die Sache angespannt für die Bullen. Und man könnte dann direkt noch neue Tiefpunkte ansteuern, bereits in der kommenden Woche. Das ist nun die Frage. Der Umweg hier hoch, nochmal runter, Standbein. Oder vielleicht zur nächsten Abwärtswelle. Bleibt hier eben auch möglich. Ne? Ist weiterhin klar möglich. Nur die Dynamik ist etwas herausgenommen. Dafür die Volatilität nimmt zu mit Fallen auf allen Seiten. Also es ist sehr selten, gibt es so viele Fallen im Markt, die einfach in der Nacht dann auch mal aufgeschlagen werden. Das wird sich nun zeigen müssen, ob wir nun diesen Weg nach oben erst noch gehen, Richtung 37, 850 in der kommenden Woche. Schauen wir da im Wochenausblick drauf. Oder ob wir unterhalb doch noch schließen können. Man weiß es nicht, ob die Marktteilnehmer nun Donalds Taschenspielertrick durchschauen werden. Also 94, Blickpunkt heute zum Wochenschluss auf alle Fälle. Oberhalb bieten sich Erholungspotenzial. Auch in der kommenden Woche. Blicken wir noch auf den DAX-Tagesschart. Ja, das war gestern eigentlich bärisches Ende. Hier ist das Cetra DAX, ne? Bis zum mittleren Bollinger Band gelaufen, bis zur Nackenlinie der SKS-Formation deutlich abgeprallt und den Tag auch so beendet. Im
im Future ebenso, weil die Apple-Zahlen nicht gut angekommen sind. Auch sehr interessant. Also aktuell starke Zahlen gehabt. Ausblick eher an die untere Erwartungshaltung. Auch dann natürlich auch die iPad-Verkäufe und die iPhone-Verkäufe, die enttäuscht haben. Ganz cleverer Zug nur von Apple. Wir werden einfach keine Daten, Verkaufsdaten mehr von unseren Produkten veröffentlichen. Das geht praktisch, ne? Wenn man davon ausgeht, dass man jetzt immer weniger verkauft, dann lassen wir die Zahlen einfach geheim. Kam nicht gut an, aber es kam in der Nacht ja der Herr Trump und er sorgt nun erstmal für eine Überraschung. Und das ist wirklich eine Überraschung, denn wie gesagt, die bärischen Kerzen von gestern werden negiert. Der Xetra DAX könnte nun hier, wo ich war, der Hochpunkt bei 75 ungefähr, wir werden oberhalb starten. Wir starten oberhalb der Widerstandszone, da überspringen diese. Und damit kann sogar ein kleiner Short Squeeze entstehen, sondern weiter steigen, direkt Richtung 680, 700 und 730 würden jetzt in den Fokus rücken. Oberhalb des gestrigen Hochpunkts, doch Hochpunkts bei 570. Ne? 570 heißt 650, 680, 737. Das wäre sogar heute noch möglich, wenn wir denn die 570 verteidigen. Wäre natürlich sehr hoch, können wir feiern schon einen Trade-Deal. Das ist auch verrückt eigentlich. Wir feiern schon einen Drehte, den es noch gar nicht gibt, den Trump nur mal kurz so erfunden hat. Das bleibt sehr spannend, wie das denn wirklich nach Dienstag aussehen wird. Ob er die harte Rhetorik aber da zurückkehrt, denn es gibt keine Verhandlungen bisher bei China, oder ob er nur wirklich auf Kompromisssuche ist. Das wird sich zeigen müssen, ob das wirklich nur jetzt notgedrungen zur Wahl war. Gut, also heute die Spanne, wir kommen oberhalb rein, wir haben ein bärisches Signal, das wir gestern negieren werden, das ist sehr bullische sehen. Oberhalb der 570 geht es über die 8. 50, 8, 80, 700 zu 730. Unterhalb der 570 wird es hingegen wieder spannend. Dann muss man um die 94 kämpfen und Schluss unterhalb der 94 wäre eine bärische Vorlage wieder für die kommende Woche. Also es bleibt sehr volatil, sehr spannend und es empfiehlt sich dann vielleicht doch ein bisschen abzuwarten an der Seite zuzuschauen. Interessant ist ja auch das Volumen, das wieder angezogen hat. Na, hier unten hat das Volumen angezogen. Zwar Freitag, genau vor einer Woche hier, war schon verdächtig. Da wurde man direkt hochgekauft. Volumen zog an, hier könnte eine Gegenbewegung anstehen. Die haben wir nun auch gesehen in dieser Woche. Allerdings stärker als die Bärenlieb ist. So bleibt nämlich die Chance für eine Bärenfalle aktiv. Aber diese große Frage wird sich erst in der kommenden Woche klären können, nach dem Wahl, nach den US-Wahlen, wo dann auch mal wieder etwas Handfestes zu bieten wäre. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, zu hören. Am Wochenende gibt es den Wochenausblick, welcher wohl nicht ganz leicht sein wird in diesem aktuellen Marktumfeld. Und ansonsten sehen wir uns gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net und werden mal das Marktgeschehen an der Seitenlinie beobachten. Vielen Dank fürs Zuschauen und zu hören und bis gleich auf tradingportal.net. Dankeschön, ciao.